Guten Morgen! Na? Nee, brauchst du nicht, sind doch Freunde, kann man doch laufen lassen, Dave. Stimmt, ja. Was geht? Willkommen zu deinem wunderschönen Vlog, Tag Nummer 2. Heute steht mein extrem spritzig nasses Date mit Antonia an, Leute. Wir haben ja hier geschäftliche Interessen. Digga, diese Mandel ist übereklig, willst du die haben? Nee, danke. Ich bin getestet. Nee, nee, nee. Okay. Also, wir haben ja hier geschäftliche Interessen, aber auch, da jetzt leider heute ein Termin ausgefallen ist bei Dave und mir und Simon, mit Grundstücke gucken, haben wir uns spontan entschlossen, Antonia zu joinen beim Tauchen. Wir werden tauchen gehen. Kurze Erklärung dazu. Ich bin Asthmatiker, mein Lungenvolumen gleich dem von einem Luftballon von einem Kindergeburtstag. Und ich habe extrem viel Probleme mit meinen Ohren mit dem Druck. Also ich denke mal, das wird jetzt alles entweder richtig gut laufen, ja, oder mein Gott, ich gehe halt drauf. Man muss auch mal was eingehen, sage ich mal. Ne? Hier ist übrigens das einzige Gefängnis auf der Insel. Das ist ein Gefängnis? Nee, es war ein Witz. Ich habe mir aber irgendwas ausgedacht. Also dann, bis gleich. Ciao. Echt? Alter! Junge, warum? UDG, das Kartell, nämlich Don Pablo. Ich Rolls Royce Ghost, das wird spooky, spooky. Jeder weiß, bei mir läuft alles. Überhaupt nicht dabei, komm hinein in die Mauer und kauf mir Gucci, Louis, Fendi und Prada. Sheesh, 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 sheesh. Ist es unangenehm? Nö, aber es ist wirklich sehr schick. Weißt du, was krass ist? Wenn man sich überlegt, dass 3/3 dieser Steine immer wieder runterfallen. Ja. Hi. Ist aus chillige Wetter, Antonia, wirklich. Danke für nichts. Ja, kein Ding. Guck mal, wir sind im Mero Diving Center. Warte, steht das? Mero ist mein Lieblingsdeutschrapper. Ja, meine auch. Okay, ich wechsle jetzt zur GoPro. Tschüss. Anyways, war es extrem cool und es ist echt ein bisschen schade, dass wir, wie gesagt, heute unseren Termin nicht wahrnehmen können. Aber wir haben ihn auf morgen. Was machst du da? Lass es doch, rauchst du eigentlich? Nein. Doch? Nein. Anyways, werden wir jetzt hier noch ganz kurz was essen. Danach geht's in die Villa, weil wir dann heute Abend noch mit Antonia grillen werden. Und dann, was dann? So, Leute, da ist Antonia. Zieht die einfach unter Wasser. Das ist gar kein Leiter. Hä? Das ist gar kein Leiter. Das ist eine Seerobbe oder so. What the fuck? Oh mein Gott. Okay, passt mal auf, Leute. Wir joggen ja die ganze Zeit so ein bisschen rum. Von wegen Auswandern, nicht Auswandern. By the way, sind beide meine Trommelfälle immer noch dead. Ich habe das erste Mal seit einem Jahr jetzt wieder gefühlt, seit anderthalb Jahren wahrscheinlich sogar, nochmal Fisch gegessen. Und es war damn worth it, obwohl ich die eben unter Wasser noch angeguckt habe und dachte, wie kann man sowas essen? Weißt du, was ich gedacht habe? Geil, lecker. Das ist jetzt gar nicht Thema. Thema ist primär Steuern. Deutschland macht einfach zu sehr Auge. Deutsche Bürokratie macht zu sehr Auge, ja? Imagine, du zahlst 50% Steuern in Deutschland. Dicker, wie soll man denn da reich werden? So, ich wollte mir letzte Woche zum Beispiel, wollte ich mir einen Urus ziehen, ja? Gucke ich auf mein Konto nächsten Tag, Finanzamt, 300.000. Ich so, ja moin, Digga. Urus geht erstmal nicht klar, ist klar, oder? Kleiner Realtalk hier am Rande. Ich arbeite jetzt für die Tourismusbehörde hier, ne? Wenn ihr euch eine Staatsbürgerschaft sneaken wollt. Ich habe eben Lachfleisch unter Wasser bekommen, Leute. Oh mein Gott, der ja? Wir haben unter Wasser Schnickzack Schnuck gespielt, ja? Der hat mich zum Lachen gebracht und ich habe fast in meinen Schnorchel gekotzt einfach. Vor Lachen. Ich bin fast verreckt, weil ich ein Lachfleisch hatte. Junge, what the ich mach so und der kommt von hinten angeschwommen und macht so bei mir. Ich habe die ganze Zeit Luft angehalten. Du, hast gar nicht, du warst ganz woanders. Du weißt gar nicht, was ich gemacht habe. Du kennst mich vielleicht, aber nicht meine Geschichte. So. Das stimmt. Wir gehen jetzt einkaufen heute Abend. Ciao. Du kannst. Also schon seit. Also. Du kannst. Ich höre immer nur noch auf einem Ohr. Ich muss heute zum Arzt. Das ist nicht gesund, oder? Tobi hat gedacht, das ist wirklich dumm, oder Tobi? Warst du noch nie in einem reichen Haushalt? Nee. Ja, gut. Oh, ich wusste nicht, dass der Staubsauger in die Wand geht. Guck mal, Digga, was ist denn das? Digga, das ist dieses Loch da unten, dieses kleine versteckte Ding. Hä, das ist doch klar. Die haben doch nicht nur den Aufsatz. Ist doch klar, dass die den Staubsauger in die Wand machen und der ganze Dreck in die Wand geht als Dämmung. Ist doch klar? Ja, ist doch logisch. Ist doch klar? Steck mal rein, David Henrys. Oh ja. Und
Los geht's. Ist doch klar, dass das der Staubsauger ist im Haus versteckt. Ich glaube, das funktioniert aber jetzt gut. Guck mal hier, Tobi. Ja. Oh, guck mal, wie satisfying. Achtung. Alles Geräusch. Okay. Kennst du das aus den Werbespots? Der Dyson 2000 saugt und saugt. Alter. Ja, Junge, das ist voll stark. Es geht jetzt alles einfach in die Wand, der ganze Schmutz. Wie oft kann man dann saugen, so ein Haus, bis das voll ist? Das, da muss sich Zukunft Sebastian umkümmern. Wir müssen den Saugerbeutel. Das fliegt einfach zu den Nachbarn durch so ein Loch auf Grundstück. Anyways, machen wir jetzt so lecker Frühstück. Und dann gehen wir gleich in die Stadt und treffen Leute, nämlich einen Taddel. Und dann gehen wir nämlich im Morgenvlog, gehen wir nämlich noch die Grundstücke gehen wir gucken. Mach bitte aus und stell das einfach raus, ja? Was passiert hier? Ja, dein Staubsauger funktioniert super. Ich hab glaube ich Feueralarm ausgesucht. Hä? Warst du das? Was war das? Das ist was für eine Scheiße. Hey Leute, eigentlich wollten wir noch eine coole Wir-laufen-übers-Wasser-Challenge machen, überm Pool. Leider ist da irgendein Vollidiot reingetreten in die Abdeckung, da ist ein Loch drin. Hier ist ein Clip vom Loch. Ja. Ja. Da ist ein Loch. Kannst du es aufklappen? Nee, es regnet, Mann. Ich klapp das nicht auf jetzt. Ich klapp das auf. Ja, nee, klappt gut so. Hat man es gesehen? Ja. Keine Ahnung, wer das war. Jetzt regnet es auch leider und wir können das coole Video nicht mehr drehen. Also beenden wir das Ganze jetzt hier und können leider nicht auf 8 Minuten kommen. Naja, manchmal im Leben ist es so. Was auf meinen Haaren ist, keine Ahnung. Stellt mir andere Fragen in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt gleich Grundstücke gucken mit Ungo und das seht ihr alles morgen im Blog. Und ich gehe auch mit Maxi Fein ins Gym. Also dann, f*** ins Knie. Ciao.